Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wie reagiert ihr, wenn ihr angegriffen, kritisiert oder für irgendetwas beschuldigt werdet? Interaktion, ihr dürft ruhig antworten. Verteidigung. Meistens ist man so ein bisschen aufgewühlt. Bei mir ist auch noch immer so ein bisschen Rechtfertigung, dass man so versucht, das abzumildern, war ja nicht so schlimm und sich irgendwie herausredet. Aber man kann sagen, wenn wir angegriffen werden, dann reden wir meistens recht viel und halten dagegen. Bei Jesus ist das anders. In der Kreuzigungsgeschichte, an dem wir heute am Karfreitag denken, wird er angeklagt, er wird verspottet, er wird beschimpft, bespuckt. Seine Richter treffen die übelsten Unterstellungen und er sagt kein einziges Wort. Seine Jünger und seine Anhänger, die noch dageblieben waren, haben sich wahrscheinlich gewünscht, er möge doch ein Machtwort jetzt sprechen. Er möge doch vielleicht auch die Spötter in ihre Schranken verweisen. Doch Jesus schweigt. Er lässt alles geschehen. Kein Wort der Verteidigung, kein Wort der Erklärung, nichts. Und dann wird er auf einmal von einem Menschen um Hilfe gebeten. Eine Bitte, zögernd, vorsichtig, vermutlich eher mehr rausgestammelt. Und Jesus? Jesus antwortet diesem Menschen sofort. Für diesen Menschen hat er plötzlich ein Wort. Und was für eins. Ich lese aus Lukas 23. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprachen: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und hilf uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach: Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Amen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Eine gespenstische Szene dort vor der Stadt Jerusalem auf dem Hügel Golgatha. Drei Männer werden öffentlich hingerichtet, nebeneinander an drei Kreuzen. Sie kennen sich nicht und sie haben drei sehr unterschiedliche Lebenswege hinter sich.
Gemeinsam ist ihnen lediglich, dass sie zur selben Zeit, am selben Ort, ihr Todesurteil vollstreckt bekommen. Und obwohl sie sich fremd sind und sicherlich auch große Schmerzen leiden, ergibt sich ein Gespräch zwischen ihnen. Einer von ihnen kann offensichtlich nicht aus seiner Haut heraus und greift den Spott der Umstehenden auf. Selbst jetzt noch, in dieser Situation, kommt er mit starken Sprüchen daher. Bist du nicht der verheißene Retter? Dann hilf dir doch jetzt selbst und natürlich uns mit. Wie selbstlos. Vielleicht hatte dieser erste Verbrecher nun erwartet, dass der andere sein Stichwort aufgreifen würde und nun seinerseits weiter lästern würde. Aber der andere geht nicht darauf ein. Stattdessen entgegnet er dem anderen: Fürchtest du Gott nicht? Was macht er da? Er verteidigt Jesus. Wer hätte sowas erwarten können, dass dieser Dieb an irgendjemand anderes denken könnte in seinem Leben als an sich selbst? Er hatte sicherlich viele Menschen drangsaliert, den anderen vielleicht die Geldbeutel entwendet, betrogen und gelogen, vielleicht noch Schlimmeres angerichtet. Wir wissen nicht, was er alles getan hat. Doch jetzt, an seinem bitteren Lebensende, vollbringt er die edelste Tat, die ein Mensch vollbringen kann. Er tritt für Gott ein. Man kann sich fragen, wo sind denn jetzt eigentlich die anderen, von denen wir erwarten würden, dass sie für Jesus einstehen? Petrus etwa, mit seinen großen geistlichen Sprüchen. Der hat Jesus verlassen. Und die anderen Jünger? Alle fort oder zumindest in Deckung. Als fast alle sich abgewandt haben, stellt sich nun ein Verbrecher zwischen Jesus und seine Ankläger und tritt für ihn ein. Und du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Ich stelle mir vor, wie in diesem Moment die unter dem Kreuz Versammelten auf einmal nach oben schauen. Die Soldaten unterbrechen ihre Gespräche. Die Schaulustigen blicken auf. Maria wischt sich die Tränen ab und schaut nach oben. Bisher hatte man diesen Verbrecher nicht einmal beachtet. Und nun hören sie diese Sätze aus seinem Mund. Dieser Verbrecher hat nichts vorzuweisen. Er hat sein Leben echt vertan. Er wird, wie er selbst zugibt, zu Recht ans Kreuz gehängt. Doch im letzten Augenblick lässt er sich von der Güte Jesu berühren und wendet sich nun ganz persönlich an ihn. Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus gibt ihm auf diese eher schüchterne Bitte eine Antwort, nachdem er zuvor, wie gesagt, zu allen provozierenden Anklagen und Anfragen geschwiegen hatte. Jesus antwortet sofort: Für diesen Mann hat er ein Wort. Und er sagt jetzt nicht: Zu spät. Da hättest du mal früher drauf kommen müssen. Er sagt auch nicht: Zu schlimm. Hättest du mal anders gelebt, dich mal mehr benommen. Und er sagt auch nicht: Zu schwer. Das, was du alles angestellt hast, das kann man dir nicht mehr vergeben. Bist nicht mehr zu retten. Ausgerechnet diesen Mann, der zu spät kommt, der viel zu viel Schlimmes gemacht hat, der Dinge gemacht hat, die nicht verzeihlich wären. Ausgerechnet diesem Mann hilft Jesus. Ausgerechnet diesen Menschen wendet er sich zu. So viele Menschen sind anwesend.
Aber Jesus ist ganz für diesen einen da. Ganz persönlich. In diesem Augenblick vollbringt er das größte Wunder des Kreuzes. Größer noch als das Erdbeben, das kommt. Größer noch als das Zerreißen des Tempelvorhangs. Größer noch als die Finsternis, die dann kommt. Er vollbringt das Wunder der Vergebung. Er nimmt den Verbrecher an. Amen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Willst du dich dahin setzen? Dir ist zu warm? Ah, warte mal. Geht so? Alles gut. Das Sterben ist das große Fragezeichen hinter allem, was unser Leben ausmacht. Das gilt nicht nur in Bezug auf die beiden, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Nein, Sterben, das macht uns alle unsicher, finde ich. Ich stehe ja oft am Grab. Aber auch wenn ich es auf mein eigenes Leben bedenke, ob wir wirklich das Richtige im Leben getan haben, ob wir dem richtigen Weg gefolgt sind, ob das, woran wir glaubten, wem wir vertrauten, Bestand haben und bleiben wird? Welche Spuren werden wir hinterlassen? Haben wir genug geliebt? Was wird bleiben? Ob es mit uns weitergeht? In dieser Situation der totalen Verunsicherung hinein spricht Jesus das Wort, und zwar das Wort der Gewissheit. Amen, sagt er. So fängt er an. Amen, so ist es. Wir sind es ja gewohnt, dass das Amen am Schluss steht, zum Beispiel hinter einem Gebet oder hinter der Predigt als Bekräftigung. Wenn etwas Wichtiges gesagt war, folgt ein Amen. Doch Jesus beginnt hier mit dem Amen. Und das heißt, alle sollen das jetzt hören, was kommt. Hier spricht der Herr der Welt. Hier spricht der, dem Macht gegeben ist. Hier spricht der, der das kann. Was ich dir jetzt zuspreche, das gilt. Amen. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Stellen wir uns nochmal die Kreuzesszene bildlich vor. Da hängt Jesus am Kreuz, der Kopf bereits auf die Brust herabgesunken, die Hände durchbohrt und vor Schmerzen verkrampft. Blut rinnt ihm von den Dornen aufgerissen über die Stirn, seine Glieder sind verkrümmt, geschlagen und geschunden. Und was macht Jesus? Er spricht vom Paradies. In dieser grausamen, abscheulichen Situation führt er das Paradies ein. Für uns ist Paradies der Inbegriff des Schönen und Angenehmen. Doch Golgatha ist der Ort der Qual, des Schmerzes und des grausamen Leidens. Einen krasseren Gegensatz lässt sich kaum festmachen. Noch stärker wird der Gegensatz, wenn man jetzt versucht, das Ganze mit jüdischen Ohren zu hören. Das Paradies, das war für die Zeitgenossen von Jesus der Ort, an dem die Gerechten, die Frommen mit Gott zusammen sind. Wer allerdings am Kreuz hängt, der galt von Gott verflucht. Der aus der Gemeinschaft mit Gott verstoßen ist, der hängt am Kreuz. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ausgerechnet da am Kreuz passiert nun was. Wer am Kreuz hing, das hieß Ende deiner Karriereleiter. Es gab nur Paradies auf der einen Seite oder Kreuz auf der anderen. Das ist ein Entweder-Oder gewesen. Und jetzt redet ein Gekreuzigter zu einem anderen Gekreuzigten, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was meint Jesus eigentlich mit dem Paradies? Paradies ist ein altes persisches Wort. Es bedeutet so viel wie Garten der Schönheit, aber auch Garten der Liebe und Garten des Friedens. Aber dass das Paradies zu solch einem wunderbaren Ort wird, hängt mit zwei Worten zusammen, die Jesus hinzufügt. Er sagt nämlich, mit mir.
Das ist das Wichtigste, was es über das Paradies zu sagen gibt. Dass es die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist. Dass Jesus da ist. Dass wir mit ihm zusammen da sein dürfen. Und dieses Paradies leuchtet nun strahlend hell schon mitten in der Hölle von Golgatha. Hammer, finde ich. Staunen kann man auch noch darüber, wann das geschehen wird. Heute. Darüber haben viele Menschen gerätselt. Steht denn nicht im Testament, im Neuen Testament, dass erst am Ende der Zeit die Toten auferstehen werden? Erst dann, wenn Jesus wiederkommt? Und lesen wir nicht auch, dass Jesus nach seinem Sterben erstmal ins Totenreich ging und eben nicht ins Paradies und dass er am dritten Tag auferstanden ist, dass er danach 40 Tage noch mit seinen Jüngern unterwegs war, bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Das heißt es hier, heute wirst du mit dir im Paradies sein. Wie kann das sein? Nun, wir wissen, dass Gott nicht an Zeitvorstellungen von uns Menschen gebunden ist. Und dass man sich tatsächlich das so vorstellen darf, dass in dem Moment, wo wir sterben, entscheidet es sich, ob wir an der einen Seite von Jesus hängen oder an der anderen. In dem Moment ist das Paradies da. Ich weiß, das kann einem Knoten im Kopf machen. Aber die einzige Zeitansage, die es im Reich Gottes gibt, ist jetzt. Der einzige Tag, den es im Reich Gottes gibt, ist heute. Das heißt aber auch, wenn ich die Wahrheit in mir und über mir gelten lasse und die Masken und die Rüstung ablege, die das Herz davor schützt, sich von Jesus berühren und bewegen zu lassen, dann gilt sein Versprechen ab sofort. Ab jetzt bist du bei mir und ich bin bei dir. Wenn Jesus einem Menschen vergibt, wenn er einem Menschen Gemeinschaft zusagt, dann redet er nicht von der Zukunft, dann ist das jetzt in diesem Moment. Die Sterbesituation des Hingerichteten ist wohl die ungünstigste Situation, in der ein Leben zurechtkommen und sich neu ausrichten kann. Und ich wünsche uns, dass wir nicht so lange warten, bis wir sterben und kurz davor sind, bevor wir mit diesem Jesus in Kontakt kommen. Aber immerhin, es war noch möglich. Und für mich ist dieser Text deswegen so ein berührender Text. Ihr wisst ja, dass meine leibliche Mutter sich das Leben genommen hat. Und ich habe mich immer gefragt, hatte sie in den letzten Minuten nochmal Kontakt mit Gott? Ich weiß es nicht. Aber für mich war dieses, dass man auch im letzten Moment seines Lebens ins Paradies kommen kann, eigentlich ein Trost mein ganzes Leben lang. Mit diesem Heute stolpert dieser Mann in letzter Minute durch das Tor der Gewissheit. Amen, so sei es, es ist so. Und Jesus, selbst in der tiefsten Anfechtung und Verzweiflung, ist er noch ganz für den anderen da. Als seine Kräfte fast erloschen sind, zieht er diesen Menschen noch zu sich und damit ins Leben. Bis zum letzten Atemzug rettet er das Verlorene. Noch an der Schwelle des Todes führt er einen ins neue Leben. Amen, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist für mich die Definition von Gnade. Das ist Jesus. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Thank you.